Dann kommen wir zur Tagesordnung, und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 28, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Steuerhinterziehung konsequent bekämpfen, hessische Finanzverwaltung weiter stärken, Drucksache 3749 aus 19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollegin Arnold, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in den letzten Monaten und Jahren eine Debatte um Steuerehrlichkeit und Steuerhinterziehung und auch um die Ahndung von Steuerstraftaten geführt, und diese bisweilen auch hoch emotional. Ich erinnere mich an Debatten über die Vergehen des Herrn Hoeneß. Ich erinnere mich an einen Abstecher nach Panama und noch viele weitere Diskussionen hier im Hessischen Landtag. In einem Punkt waren wir uns allerdings immer einig. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und muss konsequent bekämpft werden. Dazu stehen wir selbstverständlich auch weiterhin, und in diesem Punkt gibt es sicherlich nach wie vor eine große Gemeinsamkeit hier im Haus. Daher können wir uns doch auch gemeinsam darüber freuen, dass es erst kürzlich unserem Finanzminister Dr. Thomas Schäfer gelungen ist, die Bekämpfung von Share-Deals gemeinsam mit den anderen Bundesländern anzugehen. Bei diesen Deals wird mit viel bedenklicher, kreativer Energie ein Konstrukt geschaffen, um die Zahlung der Grunderwerbsteuer bei großen Immobilientransaktionen zu umgehen. Hier hat Hessen die anderen Länder überzeugen können, auf diesem Gebiet zu handeln. Und auch durch viele weitere hessische Initiativen wurde in der Vergangenheit viele Maßnahmen angeregt, um den internationalen Steuerbetrug und aggressive Steuervermeidung einzudämmen. So zielt beispielsweise die Gesetzesinitiative zur Eindämmung von sogenannten Lizenzboxen darauf, den wirtschaftlichen Nutzen aus Patenten auch in dem Land zu versteuern, in dem die Forschungstätigkeit dazu führte. Die Bereitstellung einer forschungsfreundlichen Infrastruktur verursacht dem Staat Kosten und begünstigt Forschung und Entwicklung in privaten Unternehmen. Und die hieraus entstehenden Erträge müssen dann auch zurückfließen und dürfen nicht in Niedrigsteuerländer verlagert werden. Grenzüberschreitende Steuerflucht werden wir nur wirksam bekämpfen können, wenn dies in einem engen internationalen Verbund vorgenommen werden kann. Daher sind auch gerade die Bestrebungen des Bundes, den internationalen Druck gegen aggressive Steuergestaltung weiter zu erhöhen, die Transparenz bei finanziellen Auslandsbeziehungen zu steigern und den Informationsaustausch zwischen den Staaten weiter auszubauen, ausdrücklich zu begrüßen. Und wir erinnern uns auch daran, dass sich die Finanzministerkonferenz unter hessischem Vorsitz für ein Maßnahmenpaket für mehr Transparenz und stärkere Sanktionierungsmöglichkeiten ausgesprochen hat. Es ist richtig, die Verjährungsfristen so zu gestalten, dass Steuerhinterzieher durch Verschweigen künftig nicht mehr auf Straffreiheit aufgrund von Verjährung hoffen können. Dies gilt auch für die Bestrebungen, den gemeinsamen Kampf gegen Geldwäsche durch eine effizientere Zusammenarbeit der Behörden zu intensivieren. Alles wichtige Schritte in die richtige Richtung. Es bleibt jedoch auch dabei, dass der internationale Druck auf die sogenannten Steueroasen und deren Unterstützer aufrechterhalten und weiterhin konsequent ausgebaut werden muss. Denn die Transparenz finanzieller Auslandsbeziehungen und der internationale Informationsaustausch können nur dann zu einer wirksamen Bekämpfung von Steuerhinterziehung führen, wenn möglichst alle Staaten und Gebiete den vorgesehenen neuen Standards folgen. Es gibt auf internationaler Ebene nach wie vor dicke Bretter, die es zu bohren gilt. Und sicherlich braucht es hierbei einen langen Atem. Doch nun zurück von der großen Welt zu den Aufgaben in Hessen, die wir seit vielen Jahren entschieden angehen. Selbstverständlich sorgen wir hier in Hessen in unserem Einflussbereich
dafür, dass es in unserem Bundesland Steuerhinterziehern alles andere als leicht gemacht wird. Und genau diese Verantwortung für Hessen und unsere steuerehrlichen Bürgerinnen und Bürger nehmen wir aus Überzeugung wahr. Um der gesellschaftlichen Debatte und dem gesellschaftlichen Anspruch nach mehr Steuergerechtigkeit Rechnung zu tragen, gilt es nämlich nicht nur emotional zu diskutieren, sondern sachliche Entscheidungen zu treffen. Und sehr geehrte Damen und Herren, genau das haben wir getan und werden wir auch weiterhin tun. Das unterstreichen auch die Zahlen. Unsere Steuerverwaltung hier in Hessen kann im Kampf gegen die Steuerkriminalität beachtliche Erfolge vorweisen. Bei der Prüfung von Großbetrieben und Einkommensmillionären liegt unser Bundesland im Bundesvergleich regelmäßig mit ganz vorne. In Hessen lagen beispielsweise die Prüfungszyklen bei den Großbetrieben in 2015 mit 4,2 Jahren deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Konkret bedeutet das, allein im vergangenen Jahr wurden rund 15.500 Betriebsprüfungen in Hessen durchgeführt, und der Mehrertrag lag bei über 750 Millionen €. Diese Erfolge bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung haben wir unseren motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung zu verdanken, denen ich dafür auch herzlich gratulieren möchte und vor allem danken möchte. Hier zeigt sich aber auch, dass es richtig war, die Zahl der Betriebsprüfer und Steuerfahnder in den letzten 10 Jahren um 25 % zu erhöhen. Allein im Rahmen des 5-Punkte-Programms wurden innerhalb von nur 3 Jahren insgesamt 105 neue Stellen in der Betriebsprüfung und in der Steuerfahndung geschaffen. Mittlerweile verfügt Hessen über 1.400 Betriebsprüfer. Diese erfolgreiche hessische Steuerverwaltung werden wir weiter gezielt ausbauen und damit an das 5-Punkte-Programm konsequent anknüpfen. Deshalb werden wir weiter zur Stärkung der schlagkräftigen hessischen Steuerverwaltung beitragen und allein im nächsten Jahr 650 neue Anwärterinnen und Anwärter einstellen. Das sind so viele wie noch nie. Und beginnend ab diesem Jahr bis zum Jahr 2019 sind insgesamt 1.700 neue Anwärterinnen und Anwärter vorgesehen. Wir werden im nächsten Jahr weitere 35 Stellen für den Ausbau der Steuerfahndung schaffen. Und diese werden in diesem und im nächsten Jahr verstärkt durch 80 zusätzliche Dienstposten im Innendienst, um die komplexen Sachverhalte und auch die zuletzt hier diskutierte internationale Steuergestaltung noch besser durchleuchten zu können. Die hessische Steuerverwaltung ist im Kampf gegen Steuerhinterziehung gut aufgestellt, und wir machen sie noch stärker. Gute Zeiten. Gute Zeiten für das Land und für die ehrlichen Steuerzahler bedeuten schlechte Zeiten für Steuerhinterzieher. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Und es bleibt dabei. Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nicht mehr möglich, sobald Finanzbehörden Hinweise auf konkrete Sachverhalte vorliegen. Wer also Verfehlungen begangen hat, sollte jetzt schnellstmöglich reinen Tisch machen. Es ist sonst wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis das Finanzamt anrückt. Und glauben Sie mir, die Zeit wird immer kürzer. Dafür sorgen die weiteren 115 Stellen für die Steuerverwaltung. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Damit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Steuerehrlichkeit in Hessen beschritten worden. Und das ist eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Hessen ist und bleibt ein Land der Steuergerechtigkeit.
Kolleginnen und Kollegen, bitte lassen Sie die Kollegin ihre Rede weiterführen. Hessen ist und bleibt, ich wiederhole mich gerne noch einmal, ein Land der Steuergerechtigkeit, Herr Schmidt. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Bei uns wird sie energisch verfolgt und bekämpft. Und darauf, Herr Schmidt, können Sie sich verlassen, und darauf können sich die ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verlassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollege Kummer, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich zunächst damit beginnen, das möchte ich gerne an den Anfang stellen, dass ich die Gelegenheit sehr gerne nutzen möchte, um hier an dieser Stelle den engagierten Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten im Lande Hessen für ihren Dienst, für ihre Leistungen und für ihr hervorragendes Engagement für dieses Land und ihre lebenden Menschen ganz besonders zu danken und ihnen hier im Landtag Respekt zu zollen. Das haben Sie verdient. Kolleginnen und Kollegen, und das gilt auch ganz besonders deshalb, weil ich als ehemaliger Kollege und ehemaliger Großbetriebsprüfer dies natürlich mit besonderem Interesse verfolge, was sich in der hessischen Finanzverwaltung tut. Und dies gilt auch deshalb, weil die hessischen Finanzbeamtinnen und hessischen Finanzbeamten trotz der schlechten Rahmenbedingungen, die es in unserem Lande gibt, ihren Dienst in den Ämtern immer noch gerne verrichten. In den Finanzämtern, liebe Kolleginnen und Kollegen, herrscht ein Geist des Anpackens, dort herrscht Teamgeist, dort herrscht ein Geist der Solidarität und eine ganz besondere Leistungsbereitschaft. Allerdings, und das möchte ich hier ebenso gerne ansprechen an die Adresse der Regierungskoalition und der Landesregierung, Sie sollten einmal zur Kenntnis nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungskoalition, dass dort in den Finanzämtern keinerlei Verständnis besteht für ungerechte Personalpolitik, für die Ungleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen und den Tarifbeschäftigten, und dass dort keinerlei Verständnis mehr dafür besteht, dass die Landesregierung eine Sonderopferpolitik in diesem Lande fährt. Die allgemeine Stimmung, Frau Arnold, auch an Sie gerichtet, die allgemeine Stimmung an der Basis in Bezug auf die Regierungspolitik, sie ist so schlecht, dass sie nicht schlechter sein könnte. Das erfüllt mich mit großer Sorge. Deshalb auch der Appell an Koalition und Regierung. Verlassen Sie einmal Ihren Elfenbeinturm in Wiesbaden. Hören Sie endlich auf mit Eigenlob. Reden Sie einmal mit den Beamtinnen und Beamten in den Ämtern, und Ihnen werden die Augen aufgehen. Sie können dort vor Ort in den Gesprächen Erkenntnisse gewinnen und tatsächlich die Realität erfahren. Nun zu dem Antrag. In der Tat, und insoweit stimme ich Ihnen zu, Kollegin Arnold, Steuerhinterziehung ist eine Straftat, sie ist kein Kavaliersdelikt. Sie ist ganz einfach Diebstahl an der Allgemeinheit. Nun frage ich mich, warum nennen wir das nicht auch so? Warum, Herr Bellino, warum wurde Steuerhinterziehung jahrzehntelang belächelt und verharmlost? Warum war Steuerhinterziehung jahrzehntelang fast schick? Herr Bellino, Sie haben ja die Möglichkeit, nach mir hier ans Rednerpult zu kommen und vielleicht eine Gegendarstellung zu machen. Kolleginnen und Kollegen, warum vielleicht etwas Ruhe, Kolleginnen und Kollegen, warum darf jemand der Allgemeinheit 28 Millionen € stehlen und kommt nach kurzer Zeit wieder frei? Es liegt an uns, den Politikern, Steuerhinterziehung zu ächten, wie und wo auch immer, und keinerlei Toleranz und Verständnis zu zeigen oder Mitleid mit Tätern zu haben. Dazu gehört auch, Steuer-CDs da anzukaufen, wo dies möglich ist. Diebstahl an der Allgemeinheit ist mindestens so verwerflich wie Diebstahl dem Einzelnen gegenüber.
Kolleginnen und Kollegen, kommen wir zur von der Koalition postulierten angeblichen Stärkung der Steuerverwaltung. Liebe Kollegin Ahlhorn, Sie sprechen von 650 neuen Anwärtern im nächsten Jahr. Wenn wir in den Haushaltsentwurf 2017 schauen, werden wir feststellen, im nächsten Jahr sind es 685 Stellen, also 35 mehr als bisher 2016 und auch schon 2015. Auch schon 2015 standen 650 Anwärterstellen im Haushalt dieses Jahres. Sie sprechen von einer Vergrößerung, Verstärkung des Innendienstes um 80 neue Dienstposten, verschweigen aber, dass Sie weiter am Stellenabbauprogramm des Landes festhalten und 71 Stellen streichen wollen im Haushaltsentwurf des Jahres 2017. Bliebe also als Salto unter dem Strich lediglich 9 neue weitere Stellen für ganz Hessen. Im Haushalt werden zudem, meine Damen und Herren, im Entwurf 124 neue Stellen ausgewiesen. Wofür? Um die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden auszugleichen. Also auch durch diese 124 Stellen kommt es nicht zu einer Verstärkung der hessischen Finanzverwaltung. Wir sind uns einig, die wirksame Bekämpfung der Steuerkriminalität ist unersetzlich und führt zu mehr Steuergerechtigkeit. Das sehen wir genauso. Genauso wichtig wäre es allerdings, meine Damen und Herren, dafür zu sorgen, dass unser Steuersystem diejenigen stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzieht, als dies bisher geschieht, nämlich diejenigen, die breitere Schultern haben und die größere Lasten tragen können. Warum sperren sich Christdemokraten und Christsoziale gegen eine Reform der Erbschaftssteuer, wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert? Warum? Erklären Sie mir das bitte. Warum dürfen nicht auch bei uns hohe und höchste Vermögen einen Beitrag zur Finanzierung der Bildung leisten? Warum wird nicht endlich die Begünstigung von Kapitalerträgen gegenüber Löhnen und Gehältern beendet? Kolleginnen und Kollegen, ich will ja gar nicht zu dem Einkommensteuerspitzensatz zurück, der galt, als ich meine Laufbahnprüfung als Steuerinspektor in diesem Land gemacht habe. Das waren damals 56%. Aber ich denke, ich habe gesagt, ich möchte nicht dahin zurück. Aber ich denke, im Sinne von mehr Steuergerechtigkeit ist hier schon noch ein wenig Luft nach oben zwischen 42 und 56. Gesetzgeberische Initiativen in diesem Zusammenhang von der Landesregierung vermisse ich. Was ist eigentlich mit den Wahlaussagen der GRÜNEN in ihrem Landtagswahlprogramm? Was ist daraus geworden? Ich glaube, wir müssen Initiativen. Nein, ich hoffe, Sie geben mir eine Antwort, wo Ihre Initiativen sind. Sie haben sich dafür ausgesprochen, den Einkommensteuer-Spitzensteuersatz wesentlich zu erhöhen. Wo sind die Initiativen? Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, ich gehe davon aus, dass das meiner Zeit zuwächst, was hier so an Szenen sich abspielt. Kolleginnen und Kollegen, Kollege Kummer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Wagner? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Zum jetzigen... Ja, Herr Wagner, Sie haben... Herr Wagner, Sie haben ja die Möglichkeit, anschließend ans Rednerpult zu kommen und auf meine, wie ich wahrnehme, doch sehr interessante Rede, Herr Wagner, auf meine interessante Rede Stellung zu beziehen. Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich weitermachen, denn die Zeit läuft weiter. Ich bitte die beiden Fraktionsvorsitzenden, ihren Dialog einzustellen und dem Redner zuzuhören. Es ist ja sehr interessant, was ich sage, sonst wäre ja diese Bewegung nicht im Saal verspürbar. Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns einig, die wirtschaftliche Leistungskraft, sie muss dort versteuert werden, wo die Umsätze generiert werden. Insoweit sind wir uns einig. Und sie muss nicht dort versteuert werden, wo die niedrigsten Steuersätze gelten. Allerdings, denke ich, bedarf es mehr Initiativen, um die gesetzlichen Grundlagen dafür auch zu schaffen. Und da möchte ich nicht unerwähnt lassen, beispielsweise auch Doppelbesteuerungsabkommen, deren Namen ja heißt, sie sollen die doppelte Besteuerung vermeiden, aber nicht die Besteuerung an sich. Auch da gilt es, dran zu gehen, finde ich. Sie verweisen in Ihrem Antrag auf beachtliche Erfolge im Bundesländervergleich, erwähnen die Prüfung von Großbetrieben. Was Sie nicht erwähnen, ist die Prüfung von Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben, logischerweise, denn dort gilt dieser Spitzenplatz nicht. Wie immer nur eine Seite der Medaille. Sie geben an, in den letzten 10 Jahren seien die Prüferstellen um 25% gestiegen.
2009 hatte dieses Land nach den Zahlen des Finanzministers aus dem Haushaltsausschuss 12.02.2015 1.322 Prüfer und, wie Sie jetzt sagen, 2016 1.400. Das sind also im Saldo 78 mehr Stellen, mehr Prüfer als im Jahr 2009. Erklären Sie uns, wo die 25% herkommen. Ich empfehle Ihnen, Kolleginnen und Kollegen, eine interessante Lektüre, nämlich die Lektüre dieses Buchs Steueroase Deutschland. Untertitel: Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen. Übrigens erschienen in einem renommierten Verlag, nämlich im Verlag CH Beck. Dieses Buch ist interessant, insbesondere die Seiten 156 und 157, denn dort sind aussagekräftige Zahlen. Was Sie nämlich machen müssten, wäre, die Anzahl der Prüferinnen und Prüfer und die Anzahl der Finanzbeamten in Relation zu setzen zum Bruttoinlandsprodukt. Sie kämen zu ganz anderen Ergebnissen. Das Land Hessen finden Sie dann auf einem hinteren Platz, nämlich auf dem vorletzten Platz im Bundesvergleich. Und am vorletzten Platz. Und ich glaube, das ist wahrlich kein Grund, sich dafür zu loben. Kolleginnen und Kollegen, Stellen alleine stärken keine Finanzverwaltung, sie müssen auch besetzt werden. Lassen Sie mich deshalb salopp formulieren. Erstens. Die Beschäftigten in der Finanzverwaltung, sie leisten hervorragende Arbeit, aber sie gehen auf dem Zahnfleisch. Zweitens. Die bisherigen Personalmaßnahmen des Landes sind unzureichend und entsprechen keiner nachhaltigen Personalpolitik. Drittens. Finanzbeamte, Kolleginnen und Kollegen, wachsen nicht auf Bäumen. Anwärter, die wir heute beginnen auszubilden, werden als Prüfer frühestens 2021 oder 2022 ihren Dienst verrichten können, wenn sie dann noch beim Lande bleiben und nicht ausscheiden, sowie eine Vielzahl, weil sie andernorts bessere Möglichkeiten finden der beruflichen Entwicklung. Vorausschauende Politik sieht, wie ich glaube, Kollege Kummer, Sie müssen zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, möchte appellieren an die Koalition, zuzugeben, dass die bisherige Personalpolitik in der hessischen Finanzverwaltung eine falsche war und dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um nachhaltig die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und damit die Steuergerechtigkeit in unserem Lande zu gewährleisten. Danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist wieder einer dieser Setzpunkte, mit dem die Regierungsfraktionen versuchen, sich selbst zu bejubeln. Sie wollen rüberbringen, was ihr alles Gutes getan haben, frei nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Das hatten Sie gestern schon erwähnt, den Spruch habe ich mir gemerkt. Dies haben wir aber immer wieder neu erlebt hier in diesem Landtag. Nun, angesichts Ihrer sehr bescheidenen Regierungsbilanz kann ich ja verstehen, dass Sie immer wieder einmal darüber reden wollen, was die Landesregierung denn Positives tut. In Plenarwochen würde ja, wenn Sie derartige Beratungen lassen würden, sonst so schnell der realistische Eindruck entstehen, dass die Misserfolge der Landesregierung deutlich überwiegen. Aber in diesem Fall ist Ihr Antrag schon sehr kurios. Zum einen stellen Sie in Ihrem Antrag schlichte Selbstverständlichkeiten fest, etwa, dass Steuerhinterziehung eine Straftat sei. Zum anderen feiern Sie zusätzliche Stellen in einer Zahl, die angesichts des Bedarfs geradezu peinlich ist. Seit Jahren weist die Deutsche Steuergewerkschaft darauf hin, dass in Hessen 1.200 Stellen für Finanzbeamte fehlen. Das entspricht immerhin 5 mittelgroßen Finanzämtern. Und sie feiern sich dafür, dass sie 115 Stellen schaffen. Meine Damen und Herren, ich kann ja nachvollziehen, wenn Sie meinen, dass es durchaus eine Weile dauert, der Herr Kollege Kummer hat darauf hingewiesen, bis man die betreffenden Stellen auch tatsächlich besetzen kann. Aber dass wir in Hessen seit Jahren deutlich mehr Personal in der Finanzverwaltung brauchen, ist nichts Neues. Meine Fraktion hat in den letzten Jahren immer wieder gefordert und auch in den Haushaltsanträgen deutlich gemacht, mehr Personal ist auszubilden und einzustellen.
Es ist geradezu bizarr, dass Sie für die 115 zusätzlichen Stellen im nächsten Jahr dafür feiern. Denn entscheidend wird sein, ob der Personalaufbau der Finanzverwaltung weitergeht und ob er auch endlich Fahrt gewinnt. Allein mir fehlt der Glaube. Denn wenn es so weitergeht, dann werden wir den tatsächlichen Personalbedarf, der aktuell besteht, erst in der Mitte des nächsten Jahrzehnts decken können. Ich finde aber, Steuerehrlichkeit kann nicht so lange warten. Das, was die Landesregierung hier tut, ist nichts als ein Trostpflaster auf der klaffenden Wunde, die da heißt Steuerhinterziehung. Und der Antrag ist letztlich nichts als Rhetorik, denn so, wie Sie in den letzten Jahren dabei zugesehen haben, wie sich die Beamtinnen und Beamten im hessischen Staat, in der hessischen Steuerverwaltung bemüht haben, überhaupt hinterherzukommen, ist es geradezu ein Witz, sich hier nun für 115 zusätzliche Stellen zu feiern. Wenn Sie wenigstens ein Personalentwicklungskonzept für die Finanzverwaltung vorgelegt hätten, wie Sie in den nächsten Jahren Personal aufbauen wollen, hätte man Ihnen eine gewisse Glaubwürdigkeit nicht absprechen können. So aber ist Ihr Antrag nichts als Effekthascherei, weil die strukturelle Unterbesetzung der Finanzverwaltung überhaupt nicht angegangen wird. Dass Sie sich aber auf dem Rücken der Beschäftigten dafür feiern, dass die hessische Steuerverwaltung erfolgreich arbeitet, ist allerdings dann noch der Gipfel. Denn es scheint mir doch eher so zu sein, dass die hessische Finanzverwaltung in der Vergangenheit nicht wegen, sondern trotz dieser Landesregierung erfolgreich arbeiten konnte. Meine Damen und Herren, ich kann den Beschäftigten in der Steuerverwaltung nur dafür danken und verspreche, dass meine Fraktion auch weiterhin ihre Forderungen unterstützt, wenn es darum geht, die Finanzverwaltung ordentlich auszustatten. Und anders als diese Landesregierung setzen wir uns dafür ein, dass die Beamtinnen und Beamten angemessen bezahlt werden und eine Arbeitszeit haben, die nicht über dem liegt, was in Deutschland Standard ist. Genau hierzu sagt die Regierungsfraktion in ihrem Antrag nämlich nichts. Für sie sind die Beamtinnen und Beamten immer nur dann wichtig, wenn sie ihre Arbeit machen. Wenn es darum geht, sie auch ordentlich zu bezahlen, wird es immer ganz leise. Gerade in der Finanzverwaltung wird aber ganz deutlich, dass Personal im öffentlichen Dienst mehr als ein Kostenfaktor ist. Die Menschen, die für uns im öffentlichen Dienst arbeiten, verdienen eben nicht nur Anerkennung in möglichst blumigen Anträgen, sondern auch eine ordentliche Ausstattung und Bezahlung. Darum sollten sich die Regierungsfraktionen endlich kümmern, anstatt hier immer wieder Sonntagsreden zu halten. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist jetzt schon ungefähr 25 Jahre her, dass ein damaliger Oppositionsführer häufig ans Pult getreten ist und bei solchen Anträgen wie heute von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gerufen hat, Weihrauch, Weihrauch, Weihrauch. Ich sage das sehr bewusst, liebe Kollegen von den GRÜNEN. So kann man sich in 25 Jahren ändern. Es war nämlich kein Geringerer als Josef Martin Fischer, bei manchen auch mit dem Kuschelnamen Joschka Fischer betraut, der immer wieder, wenn die damalige CDU-FDP-Koalition meinte, einen entsprechend ähnlichen Antrag einzubringen, nach vorne ging. Damals stand das Pult noch hier. Es war der alte Plenarsaal. Und uns vor die Augen führte, dass das eigentlich nur Weihrauch ist. Und deshalb haben wir es dann auch gelassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil Weihrauch gehört nicht in den Hessischen Landtag. Ich muss gestehen, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos darüber, dass in der ja eigentlich relativ geschickten Öffentlichkeits- und Pressearbeit des hessischen Finanzministers Dr. Thomas Schäfer so etwas nötig ist. So etwas gemacht wird,
so etwas gewollt wird. Es ist ja erkennbar, dass seit einigen Jahren Thomas Schäfer eine sehr intensive und sehr, auch in meinen Augen, klug durchdachte Öffentlichkeitsarbeit leistet. Aber das ist ja nun einmal so ein Klotz, den Sie sich da heute angebunden haben, dass Sie eigentlich hätten es lassen sollen, diesen Antrag zu schreiben und lassen sollen, diesen Antrag als Setzpunkt hier uns vorzusetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt habe ich ja Verständnis dafür, dass Sie versuchen, den öffentlichen Eindruck ein bisschen zu verändern, den insbesondere, und Kollege van Ooyen hat darauf hingewiesen, hat ja sogar teilweise wörtlich aus einer Presseerklärung zitiert, die Deutsche Steuergewerkschaft in den letzten Monaten aufgebaut hat. Ich will nur allen denjenigen von Ihnen sagen, die sich nicht, weil sie nicht für das Ressort zuständig sind, damit intensiv beschäftigen. Es gab in den letzten 6 Monaten 2 Aktionen der Deutschen Steuergewerkschaft in Hessen. Die eine Aktion heißt, ohne uns läuft nichts. Und die zweite Aktion war dann noch etwas drastischer. Wir geben unser letztes Hemd nach Wiesbaden. Das ist natürlich für einen Finanzminister, der so ehrgeizig in der Öffentlichkeitsarbeit ist wie Thomas Schäfer, ein Ärgernis. Und deshalb ist ja auch was passiert im Haushalt. Und ja, Sie müssen uns das nicht vorlesen, die letzte Presseerklärung, die der Deutsche Steuergewerkschaft vorgetragen hat durch ihren Vorsitzenden Michael Volz, war, na endlich beginnen Sie mal ein bisschen bei den Ausbildungsplätzen für die Steuerbeamten aufzustocken. Ein bisschen steht aber auch drin. Also, ich fasse noch einmal zusammen. Da gibt es eine Stimmung in der Finanzverwaltung, ja nicht erst seit einem halben Jahr, die sagt, es muss etwas geschehen. Die Deutsche Steuergewerkschaft macht 2 Aktionen. Ohne uns läuft nichts. Ihr letztes Hemd nach Wiesbaden. Dann kommt die Koalition auf die Idee, 35 zusätzliche Stellen einzusetzen. Und darüber müssen wir uns heute Morgen bei einem Setzpunkt hier im Landtag unterhalten. Kleinkarierter geht es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kleinkarierter geht es nicht. Und dass da die GRÜNEN mitmachen, die noch vor 3 Jahren hier aber mit einem solchen breiten Mund sich darüber aufgeregt haben, wenn eine Landesregierung und die tragenden Fraktionen etwas Positives über sich in dieses Plenum bringen, dann müsste Ihnen eigentlich die Schamesröte ins Gesicht kommen. Bei einem solchen Antrag, wo es ja wirklich nur um Allgemeinheiten geht, da ist ja nichts Konkretes drin. Meine Vorredner haben schon darauf hingewiesen, es ist eine Binsenweisheit, dass Steuerhinterziehung eine Straftat ist. Gott sei Dank ist sie das. Und. Es ist einfach, also ich weiß auch gar nicht, ich weiß einfach nicht, was das soll. Um das jetzt zu konterkarieren, will ich Ihnen sagen, wir hätten als FDP fast einen Ergänzungsantrag eingebracht, Ziffer 6, der ungefähr wie folgt lautet: Der Hessische Landtag begrüßt die Entscheidung der Kommissarin für Wettbewerb Margarete Vestager, dänische Liberale, die sich endlich beim Thema Google mit einem Mitgliedstaat der Europäischen Union anlegt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wäre genauso kleinkariert gewesen. Aber ich will schon einmal darauf hinweisen, weil ja immer so die Bilder gestellt werden, dass die Liberalen da ein etwas lockereres Verhältnis mit Steuerhinterziehern haben. Nein, es ist eine Liberale. Was soll dieser Zwischenruf? Was soll dieser Zwischenruf fordern? Mit Nein? Dann kommen Sie einmal vor und sagen Sie einmal bitte, wo und wie. Ich kann es nicht mehr hören. Wenn die moralisch so integren GRÜNEN, die scheinbar moralisch so integren GRÜNEN, meinen, hier Noten verteilen zu müssen. Schamesröte über diesen Antrag, schweigen, hinsetzen, aber nicht noch dumme Zwischenrufe machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine Liberale. Es ist Frau Vestager aus Dänemark, die festgestellt hat, dass es nicht mehr so weitergeht, dass mit einem geschickten Steuertuning man Firmen wie Google, Facebook usw. so dazu die Möglichkeit gibt, Steuern zu sparen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will auch nicht darauf hinweisen, dass eines der Länder, das bis vor 3 Jahren auch so ein Geschäftsmodell hatte, Luxemburg ist. Und ich will auch nicht verschweigen an dieser Stelle, dass der ehemalige Premierminister von Luxemburg, Jean-Claude Juncker, ein führender Vertreter, ich glaube, er war sogar der Spitzenkandidat,
der Konservativen in Europa, also auch der CDU, gewesen ist. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser moralische Überbau, den wir hier uns jetzt anhören müssen mit diesem Antrag, er ist in meinen Augen, in unseren Augen voll nach hinten gegangen. Und eine vorletzte Bemerkung. Ich weiß nicht, wer es, ob es Herr Kummer gewesen ist oder Herr van Ooyen, haben schon darauf hingewiesen. Man kann ja jede Statistik nutzen, wie man möchte. Und es ist mir vollkommen klar, dass der hessische Finanzminister diese Statistik, eine Abfrage der Finanzverwaltung im Frühjahr 2016, nicht vorlegt. Da geht es nämlich um die Frage, wie viele Tage dauert es, bis ein Steuerbescheid kommt. Bei Arbeitnehmern, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es Bremen mit 78 Tagen, und dann kommt, also ich komme von hinten, und dann kommt Hessen mit 56 Tagen. Also in Hessen dauert es am zweitlängsten in der gesamten Republik, dass ein Arbeitnehmer einen Steuerbescheid bekommt. Das habe ich weder in dem Vortrag von Frau Arnold gehört, Frau Erfurth wird dazu auch nichts sagen, und der Finanzminister wird einfach eine andere Statistik vorlegen, die dann deutlich macht, dass das aber falsch ist. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer so aggressiv Öffentlichkeitsarbeit betreibt, wie das Dr. Thomas Schäfer macht, und ich sage noch einmal, zu einem großen Teil bewundere ich diese Professionalität, die dahinter steht, dem darf so etwas nicht passieren wie jetzt, und dann sollte er sich einmal dringend daran machen, dass die Steuerbescheide für die Arbeitnehmer flotter bearbeitet werden. Das nennt man übrigens Hausaufgaben machen. Es ist nicht immer nur Öffentlichkeitsarbeit angesagt, sondern es ist teilweise auch mal Hausaufgaben machen angesagt. Und das ist hier ein klassisches Beispiel. Und das Letzte, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ich noch sagen möchte. Es gab ja ein Fünf-Punkte-Programm der damaligen Landesregierung. Ich kann mich daran erinnern, war ja dabei. Wieso eigentlich, liebe Landesregierung, wird sich jetzt ausschließlich noch auf die Finanzverwaltung konzentriert? Wieso fehlt das Justizministerium dabei? Es fehlt ja auch jetzt in der Debatte vollständig, das Justizministerium. Das ist ja auch beachtlich, wo eine Straftat, von der wir ja geredet haben, da steht ja bei Ihnen im ersten Absatz oder zweiten Absatz, ich gucke gar nicht mehr nach drin, ist ja letztlich notwendig das Justizministerium, weil es nun einmal für die Staatsanwaltschaft und für die unabhängige dritte Gewalt zuständig ist. Also hier wird auch nur fokussiert. Umso mehr wird deutlich, es ist eine Öffentlichkeitsarbeit des Finanzministers. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier hat man von Schwarz und Grün und Thomas Schäfer schlicht und ergreifend überdreht. Deshalb werden wir dem Antrag auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Erfurth, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe bei dem Redebeitrag vom Kollegen Hahn immer mal gewartet, wann er dann auf Hessen eingeht. Also für mich schwankte Ihr Beitrag so zwischen Bewunderung für den Finanzminister und dessen Öffentlichkeitsarbeit und Neid, nicht mehr dabei zu sein. Aber das müssen Sie mit sich ausmachen. Meine Damen und Herren, der Umgang und der Zusammenhalt in einer Gesellschaft ist nach meiner Wahrnehmung ganz entscheidend davon geprägt, ob die herrschenden Verhältnisse von den Menschen als hinreichend gerecht empfunden werden. Und für die Beantwortung dieser Frage, was ist gerecht, gibt es ja unterschiedliche Aspekte. Ein paar können sein, sind die Sozialleistungen, die ein Staat leistet, angemessen, kommen sie auch da an, wo Bedürftige Hilfe brauchen. Ein Anspruch ist auch, ist Bezahlung gerecht, spielt sie Erfahrung, Können und Arbeitseinsatz wider. Und ganz entscheidend ist aus meiner Wahrnehmung auch die Frage der Steuergerechtigkeit. Orientiert sich Besteuerung wirklich an Leistungsfähigkeit? Sorgt der Staat also ausreichend dafür, dass die starken Schultern eine entsprechend höhere Steuerlast zahlen. Das haben alle Rednerinnen und Redner in unterschiedlicher Ausprägung auch so gesagt.
Und für mich verknüpft sich damit die Frage der Steuergerechtigkeit auch mit der Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, weil beides aus meiner Sicht zusammengehört. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Steuergerechtigkeit ist nicht nur eine Frage des Spitzensteuersatzes, Herr Kollege Kummer. Ich glaube, wir wissen das beide als ehemalige Finanzbeamte, weil natürlich auch die Durchsetzung des Steueranspruchs eine wichtige Frage ist. Da ist es nicht. Da ist es nicht unbedingt der Spitzensteuersatz, der auf dem Papier steht, sondern es geht auch darum, was in der Staatskasse ankommt. Und dann ist es wirklich auch die Frage, was wird überhaupt steuerlich erklärt, was wird dann auch diesem Steuersatz unterworfen und dann auch die Frage, was wird tatsächlich gezahlt. Und an dieser Stelle zitiere ich gern mal den ehemaligen Bundesfinanzminister der Großen Koalition, Peer Steinbrück, der damals in der Debatte um die Abgeltungssteuer gesagt hat, 25% auf X ist besser als nichts. Und von daher geht es ganz wichtig auch um den Vollzug der Steuern. Wir wissen heute, dass es gerade in den letzten 10 Jahren sehr viele erfolgreiche Maßnahmen gab, die es Steuerpflichtigen aus Deutschland erschweren sollte, Kapital ins Ausland zu schaffen und damit auch der deutschen Besteuerung zu entziehen. Und deshalb finde ich es auch immer wieder so wichtig, darauf hinzuweisen. Sie haben gesagt, Herr Hahn, Selbstverständlichkeiten. Nein, eine Regierung ist auch dazu da, Orientierung und Leitung zu geben. Und wenn wir immer wieder klarmachen, Steuerhinterziehung ist nicht mal ebenso en passant, sondern es ist eine Straftat und damit auch eine Leitlinie dafür geben, wie man sich verhält oder auch Frau sich verhält, finde ich das richtig und wichtig. Und das ist auch Aufgabe eines Landesparlaments. Und wir hätten, glaube ich, alle miteinander vor einigen Jahren noch nicht geglaubt, dass Schweizer Banken eine Weißgeldstrategie betreiben würden. Ich glaube, da waren wir noch vor ein paar Jahren, hätten wir nicht erwartet, dass das mal passiert. Und das Steuerabkommen, lieber Kollege Norbert Schmidt, wir haben gemeinsam engagiert dafür gekämpft, auch in diesem Hessischen Landtag gemeinsam darum gerungen, wie wir mit Steuerhinterziehung und auch mit diesen Schweizer CDs in Anführungszeichen umgehen. Und wir waren erfolgreich in der Summe. Das kann man doch einmal feststellen. Wir waren insgesamt erfolgreich in der Summe. Und inzwischen verlangen Schweizer Banken Erklärungen über Steuerkonformität. Auch das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich darf auch noch einmal an Peer Steinbrück erinnern, der ja 2009 bekanntlich die Kavallerie beschwor, die ja nicht ausreiten müsse, Hauptsache, sie würde drohen. Und für mich ist diese Weißgeldstrategie ein gutes Signal für einen Fortschritt, der bei der internationalen Besteuerung erzielt werden konnte. Und diese Fortschritte, auch das bitte ich nicht kleinzureden, haben wir auch der deutschen und der hessischen Steuerverwaltung zu verdanken. Und wir brauchen, denken Sie einmal an die Debatte, die wir vor einem guten halben Jahr hier in diesem Landtag geführt haben. Da ging es um die Panama Papers. Wir haben über 200.000 Briefkastenfirmen, Trusts und Stiftungen sind aufgedeckt worden, die über die Kanzlei Mossack Fonseca in den letzten 38 Jahren eingerichtet wurden. Briefkastenfirmen nicht nur in Panama, sondern in über 20 Ländern und Gebieten dieser Erde. Zum Teil recht klangvolle Namen, wo man auch gerne einmal Urlaub macht. Vielleicht heißen sie deshalb auch Steueroasen. Denken Sie an die Bahamas, an die Seychellen, an Zypern, an Malta und Jersey. Alles Gebiete, in denen man Steuern sparen wollte. Oder denken Sie an Apple. Es war nicht Google, Herr Hahn, es ist Apple. Vor wenigen Tagen hat die EU-Kommissarin die von Irland gewährten Steuervergünstigungen für Apple als unzulässig erklärt und dem Konzern eine Nachzahlung von bis zu 13 Millionen € angekündigt. Das muss man sich noch einmal vorstellen. Das ist EU, das ist Irland. Und ich finde, da muss man auch hingucken, um auch diese Steuerverlagerungen hier in der Europäischen Union zu vermeiden. Die EU-Kommission spricht davon, dass der effektive Körperschaftsteuersatz, den Apple bekommen hat, im Jahr 2003 1% betrag und
und im Jahr 2014, das muss ich ablesen, damit ich nicht verlese, 0,05%. Das ist, finde ich, ein steuerlicher Skandal, und da muss man einschreiten. Ach, Herr Schmidt, Sie wissen doch, wie das funktioniert. Es geht immer um die Konzernzentralen und da, wo Steuern bezahlt werden. Und darum geht es. Das hat jetzt zunächst einmal nichts mit dem hessischen Vollzug zu tun. Es geht aber auch, und dann komme ich auch durchaus nach Deutschland und nach Hessen. Es sind nicht immer nur die anderen. Da hat der Kollege Kummer durchaus recht. Man muss auch auf Steuergestaltungen hier im Inland schauen. Denken Sie an die Grunderwerbsteuer. Frau Arnold hat das Prinzip beschrieben, nämlich hier ein ärgerliches Schlupfloch bei der Grunderwerbsteuer, was auf Initiative Hessens hoffentlich möglichst bald geschlossen werden soll und auch geschlossen werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, Steuerskandale und Steuertricks haben immer so das gleiche Muster. Die Großen können es sich leisten, Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Die können sich drücken, und während die Kleinen brav und artig ihre Steuern zahlen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur die theoretische Ausgestaltung eines Steuersystems zu haben, sondern auch für die praktische Durchsetzung zu führen. Und hier sind die Länder zuständig, die Bundesländer. Und es ist unbestritten, dass die hessische Finanzverwaltung hier einen sehr, sehr guten Job leistet. Und deshalb auch von uns der Dank an die Kolleginnen und Kollegen in der Finanzverwaltung. Wir haben es hier immer wieder zitiert, die Zahl der Betriebsprüfer und Steuerfahnder ist in den letzten 10 Jahren um 25% angestiegen. Und bei den Prüfungszyklen bei den Großbetrieben liegen wir im Bundesdurchschnitt sehr gut da, nämlich deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Auch die Mittelbetriebe, Herr Kummer, prüfen wir deutlich öfter als der Bundesdurchschnitt. Jetzt haben Sie die Kleinbetriebe angemahnt. Ja, kann man sich auch darüber unterhalten. Aber Sie wissen, als ehemaliger Betriebsprüfer, zu so einem kleinen Betrieb geht nicht gerne der Betriebsprüfer hin, weil das Mehrergebnis da nicht so gut ist. Also von daher geht es auch um die Risikoabwägungen, und man muss am besten dahin gucken, wo möglichst viel Geld zu holen ist. Ich sage es einmal so salopp, und das ist es richtig, einen Schwerpunkt auf die Groß- und Mittelbetriebe, zu achten und vielleicht den Flaschenbierhandel nicht so oft zu prüfen. Ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung, hier Risikostrategien einzubauen. Natürlich braucht man ein ausgewogenes Verhältnis. Und die Finanzverwaltung muss Schritt halten. Darum sagen wir ja auch, wir müssen den Innen- und den Außendienst stärken. Deshalb gibt es 80 zusätzliche Stellen im Innendienst, damit diese schwierigen Rechtsfragen und Gemengelagen auch im Innendienst aufbereitet werden können und nicht nur Steuerfahnder, die sozusagen immer die Spitze bilden, wenn dann Prüfungen sich als sinnvoll erweisen. Von daher ist der Weg richtig, im Innendienst aufzubauen und für den Innendienst zu sorgen und natürlich auch die Steuerfahndung, die sehr erfolgreich arbeitet, im Haushalt weiter aufzubauen. Das ist eine kluge und gute Strategie. Und natürlich, Anwärterinnen und Anwärter wachsen nicht, oder Steuerfahnderinnen und Steuerfahnder wachsen nicht in Bäumen. Deshalb müssen wir auf Bäumen, deshalb müssen wir ja Anwärter einstellen. Und das tun wir. Wir tun das im kommenden Jahr in einer Zahl, die wir noch nie hatten. Es wird 650 neue Anwärterinnen und Anwärter geben, weil wir wissen, dass die Aufgaben aufwachsen, dass wir gut ausgebildete Steuerbeamtinnen und Steuerbeamte brauchen. Und das ist gut so. Das ist eine wichtige Investition. Investitionen in die finanzielle und soziale Zukunft des Landes Hessen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie den Weg mit uns gehen würden. Ich danke Ihnen. Das Wort für eine Kurzintervention hat Kollege Schäfer-Gümbel. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Erfurth, ich habe mich nur gemeldet wegen eines einzigen Punktes. Ich will gar nicht die Zwischenrufe des Kollegen Schmidt noch einmal aufrufen zur Frage, welchen Teil sozusagen Sie in der steuerpolitischen
Positionierung hatten und die Unionsfraktion hier im Hessischen Landtag. Da haben Sie in der Tat zwei wichtige Hinweise gegeben. Da standen Sie auf einer anderen Seite mit uns gemeinsam. Wir haben es am Ende verhindert, und das ist auch gut so. Ich will dennoch einen Punkt wenigstens kurz anreißen, weil Sie eben einen Satz gesagt haben, den ich so nicht teile, nach dem Motto, Apple ist Irland. Das stimmt ja so nicht. Deswegen will ich schon auf einen Vorgang hinweisen, den ich letzte Woche schon einmal in einem Gespräch kurz angesprochen habe. Dabei geht es nicht um irgendwelche Apple Stores. Es geht am Ende auch um Apple Stores, das stimmt schon, in Frankfurt oder sonst wo, sondern es geht um eine Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt, nämlich die Apple Retail Germany B.V. und Co. KG in Frankfurt. Diese Apple Retail Germany Co. KG ist ein Unternehmen, das zuständig ist im Apple-Konzern, um den Vertrieb von Hardware an alle Apple-Stores in Deutschland zu organisieren, mit einem Umsatz von etwa 500 Millionen €, sitzt in Frankfurt. Als Gewinn verweist diese Gesellschaft aber nur 10 Millionen € aus, also nicht einmal 2%. Und es spricht sehr viel dafür, dass das System Apple an Verschiebung von Gewinnen nicht nur ein irländisches ist, sondern auch ein deutsches. Jetzt will ich Sie nicht fragen, wann die letzte Betriebsprüfung da war. Das ist nicht unser Thema, weil das ist eine Frage von Steuergeheimnis. Aber ich will zumindest das Stichwort einmal genannt haben. Aber ich will Ihnen sagen, was ich glaube, was notwendig ist und wo ich mir wünsche, dass wir vielleicht zu einer gemeinsamen Initiative kommen, auch um im Bund noch einmal ein bisschen Bewegung reinzubringen. Das ist die Frage der Abzugsfähigkeit. Kollege Schäfer-Gümbel, die 2 Minuten sind zu Ende. Die Frage der Abzugsfähigkeit von Lizenzgebührenmodellen, weil das der Bereich ist, wo wir in der Tat solche Sauereien, wie sie dort offensichtlich stattfinden, unterbinden können. Kollegin Erfurth, Sie haben Gelegenheit zur Erwiderung. Lieber Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben sicher Verständnis, wenn wir die Komplexität des internationalen Steuerrechts hier nicht in 2 Minuten im Hessischen Landtag abhandeln können. Aber ich gebe Ihnen recht. Auch das wird nicht reichen. Es wird noch nicht einmal reichen, den entsprechenden Paragraphen im Körperschaftsteuergesetz vorzulesen. Von daher glaube ich, haben wir hier eine schwere Aufgabe, die wir durchaus gemeinsam lösen müssen. Das können wir nicht nur im Hessischen Landtag lösen. Sie haben es angesprochen. Und es ist auch noch nicht einmal eine Aufgabe, die wir hier nationalstaatlich lösen können. Wir können es anstoßen. Auch da gibt es Initiativen aus Hessen. Ich nenne Zinsschranke, ich nenne Lizenzboxen, die durchaus angestoßen sind, auch von Hessen aus, wo wir aber dann immer auch mal wieder an europäische Grenzen stoßen. Auch das müssen Sie wahrnehmen. Denken Sie nur an die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage, an der wir schon lange auf europäischer Ebene arbeiten, die aber leider immer noch nicht Wirklichkeit ist. Ich stimme Ihnen zu. Wir haben durchaus bei großen Verflechtungen mit nationalen und internationalen Konzernen Nachholbedarf. Deswegen müssen wir auch gut ausgebildete Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte haben, die diese ganzen Verflechtungen aufdröseln können und die das auch blicken. Und da müssen wir Kraft und Know-how reinlegen. Und da sind wir auf einem guten Wege. Und ich denke, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten, dann schaffen wir das auch. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Schäfer. Das Tempo des Aufzugs müssten wir vielleicht bei der nächsten Renovierung dann auch ein bisschen mal verändern. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mich zunächst herzlich bedanken, in mehrfacher Hinsicht. Ich will mich herzlich bedanken für positive Einschätzungen zur Arbeit der Steuerverwaltung, aber genauso bedanken auch für kritische Anmerkungen. Das ist deshalb auch so, weil vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Finanzverwaltung
Jetzt lasse ich einmal die ganzen Diskussionsfrage um Besoldung, Beihilfen, die Beamtenschaft in Summe beschäftigt, weg. Es ist immer ein Stück das Gefühl, in der Öffentlichkeit, in der Bedeutung ihrer Arbeit nicht in dem Maße wahrgenommen zu werden, wie das eigentlich angemessen ist als derjenige Teil der Verwaltung, die mit ihrer Arbeit dafür sorgt, dass wir all das beschließen können, worüber wir im übernächsten Tagesordnungspunkt diskutieren, dass die Beteiligten oftmals das Gefühl haben, tendenziell eher in einem Schattendasein öffentlicher Wahrnehmung zu stehen. Das ist einerseits gut so, damit sie in Ruhe ihre Arbeit machen können, aber führt auch gelegentlich dazu, dass man den Eindruck gewinnen muss, dass andere Bereiche öffentlicher Daseinsvorsorge gelegentlich mehr in der Sonne medialer und politischer Wahrnehmung stehen. Deshalb danke ich herzlich für alle Anmerkungen hier im Parlament und auch für die Gelegenheit, über die Arbeit der Finanz- und Steuerverwaltung hier im Landtag zu sprechen. Herzlichen Dank dafür, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich mit einem zweiten Dank beginnen. Bei allen Diskussionen um Menschen, die nicht steuerehrlich sind, bei allen Diskussionen um Steuergestaltung, will ich mich einmal herzlich bedanken bei all denen, die weit, weit überwiegende Teile unserer Bevölkerung sind, die ehrlich ihre Steuern zahlen, die bei den Kilometern auf dem Weg zur Arbeit nichts Falsches eintragen, die ihre Kapitalerträge ordentlich versteuern, die ihre Putzfrau anmelden und den Handwerker auf Rechnung bezahlen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank dafür. Ab und zu hat man ja schon das Gefühl, dass man sich im gesellschaftlichen Mainstream nur dann bewegt, wenn man auf der anderen Seite dieser Dinge unterwegs ist, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich zur Sache in der Fragestellung der Arbeit kommen. Ich glaube, es gibt wenige Bereiche unserer Gesellschaft, die sich in den letzten Jahren nicht dramatisch auch von ihren Arbeitsstrukturen, den Anforderungen verändert haben. Und so wie sich unsere ökonomische Landschaft im Zuge der Globalisierung, der Digitalisierung nahezu täglich in rasantem Tempo verändert, genauso sind Veränderungsanforderungen auch an die öffentliche Verwaltung insgesamt, aber natürlich in besonderer Weise auch an die Finanzverwaltung, die an diesen ökonomischen Entwicklungen unmittelbar natürlich ein Stück dranhängt. Und dazu gehört auch, dass eine zunehmende Internationalisierung, zunehmende wirtschaftliche Beziehungen zwischen Unternehmen und auch Einzelpersonen in unserem Land und im internationalen Kontext zu komplexeren steuerlichen Fragestellungen führt und wiederum auch dazu führt, dass der Anreiz von Steuerpflichtigen, sich zu bemühen, in diesem internationalen Geflecht zu Steuerersparnissen zu kommen, natürlich eher größer als kleiner wird. Dort muss die Finanzverwaltung gegensteuern. Aber ich will das durchaus in der Debatte auch sagen, in zweierlei Hinsicht. Einerseits sicherzustellen, dass durch die Arbeit der Finanzverwaltung, insbesondere auch der Betriebsprüfung, eine gleichmäßige Besteuerung aller sichergestellt wird. Und da sind wir in Hessen ausgesprochen erfolgreich, meine Damen und Herren. Wir haben in den letzten 4 Jahren jedes Jahr mindestens ein Mehrergebnis nur aus den Betriebsprüfungen zwischen 750 Millionen € im Jahr und über 1 Milliarde € im Jahr erreicht. Das ist ein steuerliches Mehrergebnis. Sehr erfolgreiche Arbeit der Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist aber auch, dass die Qualität der Arbeit der Finanzverwaltung auch dadurch zum Ausdruck kommen muss, dass eine Rechtsauffassung zu einem steuerlichen Sachverhalt, so sie einmal gebildet worden ist, sich die Steuerpflichtigen auch darauf verlassen können müssen, dass sie bei der nächsten Betriebsprüfung bei gleichem Sachverhalt auch Bestand hält. Denn Unternehmen müssen auf berechenbarer Grundlage ihre Arbeit machen können. Das gilt für die Realwirtschaft genauso wie die Finanzdienstleistungsbranche. Und deshalb investieren wir jetzt auch zusätzliches Expertenwissen in diese Beurteilung von internationalen Steuergestaltungen. Die Finanzämter in Frankfurt haben einen extrem guten Ruf in Deutschland, dass, wenn man mit ihnen einen Sachverhalt erörtert, eine steuerliche Beurteilung abgeschlossen ist, an der Stelle man sich auch darauf verlassen kann, dass diese Rechtsauffassung Bestand hat und man auf der Basis auch ökonomische Entscheidungen treffen kann. Das brauchen wir. Wir brauchen beides. Eine Betriebsprüfung, die hingeht und schaut und alles aufdeckt, was an der Stelle nicht in Ordnung ist, aber auf der anderen Seite genauso verlässlich ist in der Frage ihrer eigenen Rechtsauffassung, damit sich unsere Wirtschaft weiter so entwickeln kann, damit wir unsere Arbeit machen können, meine Damen und Herren. So, und wenn es international wird, wird es natürlich komplexer.
Schäfer Gümbel, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie den Hinweis auf die Frage des Verschiebens von Lizenzströmen waren. Es war eine hessische Initiative, die die Frage des Umgangs mit diesen Lizenzboxen auf die nationale politische Ebene gehoben hat. Ich will es jetzt sehr vorsichtig formulieren. Mein Eindruck, dass damit auf der Seite des Bundesfinanzministeriums positive Resonanz zu erzielen ist, ist etwas größer als die Bereitschaft des Bundeswirtschaftsministeriums, sich mit dieser Frage solidarisch zu erklären. Vielleicht haben wir eine gemeinsame Aufgabe, die Beteiligten an der Stelle zu überzeugen. Wenn Ihnen das bei Herrn Gabriel gelingen wird, dann bin ich sehr zufrieden. Dann schaffen wir es auf der anderen Seite auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und um das Thema Apple. Jetzt bringen Sie mich natürlich in eine nicht einfache Situation. Jemand, der das. So. Deshalb kann ich Ihnen nur das sagen, was sozusagen auch durch Internetrecherche ermittelbar ist. Die Beihilfeentscheidung der Europäischen Kommission bezog sich ausschließlich auf die beiden in Irland tätigen Gesellschaften. Und die EU-Kommission hat ausdrücklich dabei darauf hingewiesen, dass es dabei um eine regulär ermittelte Höhe von Einkünften in Irland ging, also Einkünften in Irland, die dort einer zu niedrigen Besteuerung unterworfen worden sind. Zweiter Punkt, das, was Sie ansprechen, dass die wesentlichen ökonomischen Aktivitäten von Apple in Europa werden von Irland aus gesteuert und in aller Regel nur über Vertriebsgesellschaften in den jeweiligen Nationen gesteuert, sodass die von Ihnen angeführte Vertriebsgesellschaft im Wesentlichen, sagt schon der Name Retail, sich relativ nahe dem Kunden zuwendet. So, und jetzt ist die schlichte Frage, und das ist immer Gegenstand von Betriebsprüfungen, mehr sage ich dazu nicht, wie mit sogenannten Verrechnungspreisen die Frage der Lieferung von Leistungen im internationalen Verkehr angemessen oder nicht beurteilt worden ist. Das ist eines der Probleme, die wir in Europa haben, meine Damen und Herren. Deshalb setzen wir Hessen uns seit Jahr und Tag dafür ein, dass es zu einer gemeinsamen, konsolidierten Körperschaftsbemessungsgrundlage in Europa kommt, damit eben diese Verrechnungspreissystematik. Und wenn Sie sich genauso anschauen, wie viele Betriebsprüferinnen und Betriebsprüfer in großen internationalen Konzernen den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, Verrechnungspreise zwischen verschiedenen Volkswirtschaften zu prüfen, wenn wir das zumindest in Europa nicht mehr müssten, weil wir so eine gemeinsame festgestellte Bemessungsgrundlage hätten, hätten wir sehr, sehr viel gewonnen, und wir könnten uns dieses Spielchen vollständig sparen, meine Damen und Herren. So. Deshalb sind wir beispielsweise auf der nationalen Ebene, allerdings muss ich zugeben, eines der wenigen Bundesländer. Die meisten SPD-regierten Bundesländer sind in dieser Frage anderer Auffassung. Die wollen nämlich diese gemeinsame Körperschaftsbemessungsgrundlage nicht haben, weil ihnen die Folgedebatten mit den Kommunen über die Gewerbesteuern, all diesen Fragen sozusagen sehr unangenehm sind. Und deshalb sind Sie an der Stelle auf andere Weise unterwegs. Auch insofern haben Sie, lieber Herr Schäfer-Gümbel, in Ihrer Partei noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten, um dort am Ende dafür zu sorgen, dass wir vorankommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen hinsichtlich der Frage der Grunderwerbsteuer. Sie haben in den letzten Tagen gesehen, dass wir eine Initiative ergriffen haben, um auf der nationalen Ebene eine Mehrheit dafür zu generieren, was wiederum unter den Finanzministern nicht ganz einfach war. Denn wir müssen zunehmend feststellen, dass diejenigen, die sich als Privatleute ein Häuschen kaufen, die gestiegenen Grunderwerbsteuersätze zahlen müssen, während die Fähigkeit derer, die Grundstücke über Grundstückshaltegesellschaften halten, durch den Versuch, das Unternehmen in bestimmten Prozentsätzen anders zu veräußern, die Grunderwerbsteuer weitestgehend vermeiden können. Das ist am Ende mit Steuergerechtigkeit nicht vereinbar. Und deshalb brauchen wir möglicherweise sogar einen vollständigen Systemwechsel bei der Grunderwerbsteuer. Das stößt nicht bei allen auf vollständige Sympathie, was jedenfalls sicherstellt, dass am Ende nicht die Großen steuerfrei ausgehen und die Kleinen die Steuer zahlen, weil das geht nicht, meine sehr verehrten Damen. Und wieder sind wir als Hessen mit Ruhe, Gelassenheit, Augenmaß an der Spitze der Bewegung, um sicherzustellen, dass dort eine gleichmäßige Besteuerung stattfindet. Diesen Weg werden wir fortsetzen, und ich bedanke mich für die Unterstützung auf diesem Weg. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann lasse ich über den Entschließungsantrag 3749 aus 19, Antrag von der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, abstimmen. Wer dem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen SPD und LINKE. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der FDP. Damit ist dieser Antrag angenommen. Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt noch einen Antrag, der eingegangen ist und verteilt, und zwar einen Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Solidarität des Hessischen Landtags mit den Menschen im Kali-Revier, Drucksache 19/3784 aus 19. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Jetzt, dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 47 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, jetzt mit der Debatte zu den Tagesordnungspunkten 24, 43 und 44 zu diesem Thema aufgerufen werden.